Herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Folge Alien Isolation. So, oh, halt doch die Bubble, Mädel. Oh, das ist manchmal echt, oh, wenn man dann mittendrin ist und dann la 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 la. So, ich habe die letzten Folgen zwar immer gesagt, so, ja, ich glaube, wir haben ein Problem. Also, Kuva, können wir ein Medikit nochmal herstellen? Ja, komm. Machen wir. Jo. Super. Wir sind sowas von Imba. Jetzt haben wir zwei Medikits. Q ist unser Inventar. F hätte ich gerne als Autoloot, aber wir müssen immer E drücken. So. Gut. Die Map war nicht bei M. Die war hier, ne? Ja, die war hier. Alter, ich kann sogar noch was. Lorenz Syntech. Dingens. Ja, wir mussten hier oben hin. Wir müssen zur Lobby. Da oben ist Sixen Communications. Ja, da können wir nicht hin. Aber ich glaube, da war noch ein Durchgang. Und deswegen gehen wir da hin. Also, wir müssen jetzt... Wir stehen in die Richtung. Also, wir gucken nach da. Das heißt, wir müssen uns umdrehen. Also, wenn ich jetzt nicht ganz so... Gucken wir mal. Ja, okay. Bin ich immer noch in C? Oh, nee, okay. Ich bin nur so langsam. Ich zocke am helllichten Tage gerade. Es ist ein schöner Tag draußen. Und die Sonne scheint mir schon fast ins Gesicht. Ich sehe schon fast gar nichts. Alter. Habe ich schon mal gesagt, dass dieses Spiel ein bisschen... Hallo? Ein bisschen, naja, ist. Die Sache ist, wir haben das Alien noch kein einziges Mal gesehen, aber ich bin... Oh, da ist noch eine Waffe. Hey. Hier schwebt auch eine Waffe. Oh, Komponente B konnten wir wieder aufnehmen, weil wir gerade eben wahrscheinlich zu viele davon... gedingst haben. Ich weiß. Ich suche noch mal ein bisschen hier ab. Schneller laufen war hier, ne? Hier war schneller laufen. Alter, da hängt noch so eine schöne Waffe. Revolver-Muni. Was hat die? Die hat... Aber das letzte ist alles nicht eingesammelt? Ich habe mal so ein bisschen durchgelesen, weil ich nämlich Angst habe, dass ich irgendwas verpasst habe. Aber hier schwimmen so viele bekloppte Waffen in der Luft und ich kann keine mitnehmen. Aber es hieß, man könnte diese Leute hier nicht töten. Wir konnten sie wahrscheinlich nur deswegen töten, weil wir den super tollen Anfänger-Modus gewählt haben. Und ich glaube, das wird mir nachher noch das Genick brechen. Weil ich weiß, dass hier sicherlich bald das Alien auftaucht. Und ich finde diese Schächte ja sowas von toll, ne? Muss ich schon sagen. Wo sind wir denn jetzt? Was zum... Waren wir hier schon mal? Map. Datenzelle finden. Hier waren wir noch nicht, ne? Oder? Warum habe ich eine Leuchtfackel schon wieder? Ich hatte doch keine mehr. Alter, jetzt habe ich Schiss. Ich dachte, hier war doch noch... Nicht, dass ich nie Schiss hätte. Ich spiele hier doch total locker, easy, flockig durch. Ist er doch. Ich habe Schiss. Und... Ist ja eigentlich immer noch Wettflor, ja, das wissen wir. Hier war irgendwo, ich weiß, dass hier noch irgendwo so ein Schacht war, wo man hätte reinklettern können oder so. Ach ja, hier konnte man nicht rein. Aber hier war doch, war hier nicht irgendwo noch ein Schacht? Ich habe doch beim letzten Mal, das Alien kommt wahrscheinlich jetzt erstmal vor. Ist sowieso nicht und gleich steht es direkt bestimmt vor mir. Ich glaube, das Alien kommt nämlich, nachdem man diesen bekloppten Code dann genommen hat. Da ist doch der Schacht.
Wo kommen wir denn da hin? Bestimmt irgendwo hin, wo wir nicht hin dürfen. What the? Ein extra Raum? Geh mal aus der Hocke wieder raus, Mädel. Lalalala. Was ist denn hier jetzt? Man weiß es nicht genau. Man hat keine Karte dafür. Inventar ist voll. Okay, wir bauen wieder was. Können wir. Haben wir denn. Kuh. Kuh, ich brauche Kuh. Können wir noch irgendwas bauen? Komponente B, Schrott. Ach, wir können nur Schrott. Wofür brauchen wir die denn? Ach, 10. Ach, für einfach irgendwas zusammenzubauen, okay. Für einfach was zusammenzubauen, brauchen wir 10 Schrott. Super. Haben wir mitgenommen? Medikits werden noch immer gebraucht, wissen wir doch schon, seit einer dieser letzten Folgen. Alter, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass man hier auch noch lang kann. Ja, komm, wir gehen jetzt wieder hier hoch. Ich weiß, du willst mich da wieder. Ich darf wieder hochklettern. Und jetzt gehe ich hier wieder raus. Und dann kommt das Alien entgegen. Das ist eigentlich recht gechillt, ne? Wenn man hier so noch kein Alien gesehen hat. Das kommt ja erst gleich, hundertprozentig. Alter, wie Schiss. Und ich hab wirklich den übelsten Schiss. Also ich darf gleich nicht rennen, das weiß ich. Ich darf gleich nicht rennen, wenn hier das Alien rumläuft. Da kommen wir nicht. Da müssen wir gleich aber hin, wenn wir diesen bekloppten Plasmaschneider irgendwann mal haben sollten. Alter, wo kriegt man den denn? Genau, ich habe ein bisschen nachgeguckt. Ob ich da irgendwie schon den Plasmaschneider vergessen habe, irgendwo einzustecken. Aber den gibt es wahrscheinlich erst später. Okay, hier unten muss nur rein, ne? Und diese bekloppten Signale machen das alles auch nicht besser, ne? Lalalala, lalalala. La 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 la. Oh. Oh. Okay, ich nehme mir einen Raumanzug und katapultiere mich einfach nach draußen. Wie wär's? Gibt's hier irgendwas? Alter, diese Geräusche, ne? Da unten ist eine Karte, glaube ich. Strom wiederherstellen. Können wir ja gerade nicht. Hier müssen wir bestimmt auch wieder Strom wieder. Hier gibt es überhaupt nichts. Okay, hier könnte man sich zur Not verstecken. Was bestimmt nicht viel bringt, wenn das Alien da immer rumläuft. Alter, das sah gerade aus, als würde da einer runterhängen wie so ein Vampir. Alter. Lalalala. Von hier aus sieht es auch noch schön aus. Da liegt jemand. Oder? What the fuck? What the fuck? Fuck, 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 fuck. Rein hier, rein! Rein! La, 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 la. La, 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 la. Ich sehe überhaupt nichts. Okay, wo geht's hier alle? Ich habe Angst, ganz ehrlich. Ich will am liebsten die ganze Zeit in diesem scheiß Lüftungsschacht hier bleiben. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ah, vielleicht wäre das so ein schöner Zeitpunkt, um mal so eine. Komm, wir gucken mal. Wir haben wahrscheinlich eh wieder zu viel im Inventar. Also, warum will ich eigentlich immer Dingens? Okay, Sensor.
komm, wir versuchen's. Ich guck jetzt mal, was da draußen rumläuft. Da oben ist einer, oder? Ach nee, das ist dieses komische Wackelviech. Warte mal. Da müsste eigentlich jemand drin sein. Das sah gerade eben da hinten aus, als... Alter. Ich hab Angst. Da kann ich auch nicht rein. Da kann ich auch nicht... Und da hinten führt das auch wieder irgendwo hin. Ist bestimmt der gleiche Gang. Bier und ein Apfelkorn. Tschalalalala. Bier und ein Apfelkorn. Sieht ja echt gut hier aus. Alter. Ich glaube, gleich kommt das Alien und ich sehe überhaupt nichts. Oh, das ist sogar diesmal. Jedes Mal ist da was anderes wahrscheinlich drin, oder? Da ist ein Emergency. Warum verstecke ich mich im Schrank? Mach nicht so viele Geräusche, Mädel. Alter. Komm. Speichern. Oh Gott. Das wird jetzt immer schlimmer in dem Spiel, ne? Oh Gott, das ist ein Emergency. Was gibt's denn hier so alles? Kann man die Tür nicht zumachen? Ich habe irgendwie leicht Schiss. Filzstift. Oh, das ist eine Knarre. Jetzt. Oh Gott, jetzt fängt's an. Scheiße. Jetzt fängt's an. Wählen Sie eben im Menürad aus. Also Q oder was? Habe ich den jetzt ausgewählt? Okay. E. Schlüsselkarte. Okay, wir können aber gegen das Alien nichts machen. Geringe Energie. Ich glaube, ich sollte sofort... Naja, wir sind ja sowieso am Speicherpunkt. Also. Was ist denn das hier? This man, this god. Zigarettenstummis. Was haben wir hier? Oh Gott, im Himmel. Wir haben einen Revolver. Super. Was machen wir denn jetzt mit dem Revolver? Speichern? Ja, wir speichern mit dem Revolver. Super. Aber die meisten Typen haben wir ja schon getötet. Also, wir haben das ja nur geschafft, weil das ja für Anfänger ist. Normalerweise kriegt man das nämlich nicht hin, die Viecher. Also diese... Was heißt Viecher? Diese vier? Diese vier... Menschen, die da in dem einen Raum, die ich da 10.000 Mal hab versucht habe, kaputt zu hauen. Aber was zum Geier? Tür ist verschlossen. Also es geht ja da hinten nochmal runter, ne? Und hier geht's auch nochmal runter. Oder? Ah ne, hier ging's nicht runter. Da war das Teil zu. Da unten ist auch nichts. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Nee. Okay. Ja, dann machen wir mal weiter. Boah, Mädel, ganz ehrlich, so wie du stampfst, als ob das Alien das nicht hört. Du kannst mich doch verarschen.
Also ich glaube, das Alien war gerade eben da. Und ich habe mich einfach nur schnell genug in den Luftschacht gerettet. Ist hier unten noch irgendwas? Nö. Absolut nichts. Und was ist das jetzt hier? Ein Aufzug, der nicht funktioniert? Was zum Henker? Also es muss doch irgendwas... Irgendwas müssen wir vergessen haben. Kann das sein? Hier hinten geht es ja auch nirgendwo. Wir brauchen ja den bescheuerten Strom, den wir immer noch nicht angestellt haben. Wir haben den Revolver. Strom haben wir immer noch nicht hingestellt. Da können wir uns wieder verstecken. Gerät unzurecht. Alter, wie sind wir denn hier reingekommen? Was zum Henker? Wie sind wir denn hier reingekommen? Ernsthaft? Also langsam? Warte mal, hier sind wir doch... Sind wir nicht hier rausgekommen? Nee, hier sind wir nicht rausgekommen. Das war eine Etage tiefer, oder? Aber wenn hier alles zu ist, wie sollen wir denn hier wieder rauskommen? Ah nee, noch eine Etage tief. Nein! Alter, ernsthaft? Habe ich es jetzt echt geschafft? In diesem Spiel... Ernsthaft? Du kannst mich doch verarschen. Komm, wir klettern hier mal rein. Okay, wir machen es mal hell, damit ich auch mal was sehe. Ne? Wie war das? Erde? Ja, zum Aktivieren klicken. Okay, hier ist nicht wirklich viel. Ich dachte, hier liegt wenigstens noch irgendwas, aber... Gar nichts. Absolut nichts. Was war diese eine? Hier hinten sind wir durchgegangen, um uns zu verstecken vom Alien. Da unten. Waren wir... Kamen wir nicht hier unten her? Nee, hier unten kamen wir auch nicht her. Aber das kann doch nicht wahr sein. Ich kann mich doch jetzt nicht hier verlaufen in so einem kleinen Terrain. Du wirst mich doch verarschen. Also hier die Karte haben wir doch genommen. Alter, ernsthaft? Jetzt will ich die Scheiße... Ah ja, brauchen wir ja eh nicht mehr. Wir sind jetzt wirklich hier drin eingesperrt? Fucking Bullshit, ernsthaft? Es kann doch nicht wahr sein, oder? Es kann... Nein, also das... Nee, das kann ich. Wir müssen hier oben rein, sind wir reingekommen. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass das hier unten da so gequalmt hat. Aber hier kommen wir nicht raus. Wollt ihr mich jetzt echt ernsthaft verarschen? Wie kommen wir denn hier wieder raus? Wir haben uns echt eingesperrt, ne? Ja, schön. Können wir wieder von vorne anfangen, oder was? Da kommen wir nicht mehr durch. Warum kommen wir da nicht mehr durch? Oh, da. Geringe Energie. Ja, aber ich kann das Teil auch nicht anstellen. Wie will ich das denn machen, bitte? Ich bin hier rausgekommen, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich hier hinten hingeguckt. Habe ich gedacht, toll. Bin ich ja wieder runtergegangen? Habe ich wieder gesagt, toll. Wir können nichts machen. Wir sind hier echt gefangen jetzt. Oh, das hat auch noch keiner geschafft, glaube ich. Jetzt frage ich mich halt nur allerdings, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Weil wenn ich hier gefangen bin, wie will ich denn hier wieder raus? Nee, Kuh braucht man nicht. Wir wollten nochmal Map gucken. Was ist denn da? Ist da hier, müssen wir da jetzt weiter oder was? Da hinten kommen wir doch nirgendwo hin. Ey, das finde ich jetzt ein bisschen scheiße programmiert. Das tut mir leid. Das muss ich jetzt mal sagen. Also jetzt ganz ernsthaft. Ganz ernsthaft.
Wenn wir hier nicht mehr rauskommen, muss ich den ganzen Scheiß von vorne machen, wa? Tür verschlossen. Ja, und? Kann ich die nicht irgendwie knacken? Geringe Energie. Da komme ich auch nicht rein. Und hier unten komme ich auch nirgendwo rein. Okay, also das hätte ich jetzt nicht im Leben gedacht, dass sowas funktioniert. Da geht's da noch weiter? Das wäre jetzt die einzigste Möglichkeit, dass es dann durch den Tunnel noch in die andere Richtung geht. Was ich dann vielleicht nicht mitbekommen habe. Aber ich glaube, da ging's nicht lang. Nee, geht's auch nicht. Geil, wir haben uns eingesperrt. Ernsthaft. Da ist der scheiß Speicherpunkt, wo wir leider gespeichert haben. Versuchen wir nochmal zum Speicherpunkt zurückzukommen. Komm, wir gehen zum neuen. Vielleicht ist das auch gar nicht falsch programmiert, sondern es soll so sein, dass wenn du da einmal auf dem richtigen Weg bist, dass du nicht wieder zurück kannst. Ich glaube zwar nicht so wirklich dran. Ich kann mir nämlich echt vorstellen, dass ich gerade einen Programmierungsfehler gefunden habe. So, wir versuchen jetzt nochmal. Also da oben konnten wir... Da oben konnten wir speichern. Da kommen wir nicht lang. Wir kommen da nicht lang. Das war doch diese eine Sache, dass wir da nicht lang konnten. Alter, du scheiß verficktes Alien. Mach mich noch fertig. Los. Hüpf runter. Mach mich fertig. Ernsthaft, ey. Ach, wir haben eine Schlüsselkarte. Okay. Das wäre es jetzt auch gewesen, ganz ehrlich, wenn das ein Programmierungsfehler gewesen wäre. Kann ich das zumachen? Nein, ich wollte es zumachen. Okay, okay. Das ist für den Fall der Fälle, aber das Alien kommt bestimmt eh von oben. Wissen wir doch, alles Gute kommt von oben, ne? Hier haben wir einen Taschenrechner, können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Können wir ausrechnen, wie lange wir noch zu leben haben. Warte mal. Ach, ich verstehe. Ich wollte gerade die Knarre rausholen, aber die habe ich schon. Fick dir. Gerät unzureichend. Sensor darunter. Können wir den mitnehmen? Okay, gucken wir mal. Kuh. Bauen wir wieder ein Medikit. Na scheiße, die Impfpistole. Wer weiß, wofür die denn man brauchen. Wofür braucht man die denn sonst noch? Gibt es hier irgendwie so ein... Ach, fuck. Lassen wir erstmal. Gibt es hier irgendwas, Mädel? Außer diese Leiche. Und... Irgendein Alien, was da draußen gerade rumläuft. Okay, wir haben noch mal eine Subkontane, die ganz Bummens. Also wir bauen noch mal ein Medikit. Wieso? Ach, die sind immer das voll. Und was mit dem Sensor? Das braucht man da auch nicht für. Okay. Ah! Zurück. Kuh. Der sieht aber echt gut aus, ne?
Der wurde aber erschossen, das sieht man doch. Der wurde erschossen, also Revolver. Aha, gut. Revolver, mein Süßer. Dazu ist das Gerät noch unzureichend, ne? Was haben wir denn da drin? Schränke zum Verstecken und einen schönen 70er-Jahre-Tisch. Teppich. Ja, Tisch sowieso. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nö, natürlich nicht. Ein Drucker, der nicht mehr funktioniert, sicherlich. Schrott. Ah, Schrott haben wir noch nicht genug mehr gehabt. Haben wir genug rausgegeben. Was haben wir hier? Bestimmt auch wieder alles. Flammenwerferöl. Oh, Backe. Q drücken. Und hier haben wir noch einen Ausweis. Ja, dann werden wir mal weiterlaufen. Oh, hier haben wir auch noch was. Da hatten wir ja gerade schon, ne? Das. Was ist denn hiermit? Ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ganz böse Sachen. Oh Gott. Da kommt bestimmt gleich das Alien. Was? Was? Gut, das, was ihr dort oben gehört habt, das war das Alien. Alter, grün. Da ist grün. Da ist grün. Los, draufhauen. Wo kann ich ihn jetzt noch draufhauen? Da draufhauen. Hier ist auch nichts. Nochmal draufhauen. Da haben wir was. Was jetzt? Hacken sie sich durch... Oh, jetzt... Was? Mal schauen, ob das klappt. Maus auf das Code... und E zum Benutzen, auf ihm. Mit Maus auf das Codesystem zugreifen und Tasten bewegen und E nutzen. What the fuck? Oh, Scheibenkleister, was passiert denn... Was passiert denn, wenn ich... Ach so, hier ist die Maus. E, ne? E? E? Scheiße! Oh Gott! Fick doch richtig doch. Was ist denn, wenn... Oh Gott. E. E. Oh, fuck. E. E. Ich spiele normalerweise nie mit W. Ich muss das schon mal zugeben. Ich probiere noch ein bisschen Verstecken aus. Oh, guck, hier ist so wieder was Neues. Revolver-Munition. Ich hab immer zu viel Zeugs. Ich glaub's nicht. Hier haben wir auch noch eine Ausweiskarte.
abspielen. Hier spricht Chief Porter vom Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? So, gut. Ich mache hier jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich in der nächsten Folge. Wer weiß, was da wieder alles abgeht. Und ob wir das überleben und den Scheiß hier nicht nochmal machen müssen. Und zum Speicherpunkt kommen. Und zwar lebend. Okay. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.